Brüssel hat die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verschärft. So gilt in der belgischen Hauptstadt nun überall Maskenpflicht. Die nächtliche Ausgangssperre beginnt schon um 22 Uhr statt um Mitternacht. Wenn die Zahl der Covid-Patienten so schnell steigt wie am Wochenende, werden wir mit den Kapazitäten schnell am Ende sein. Op een bepaald moment ook daar denk ik wel in de capaciteitsproblemen gaan komen. Neben Belgien, Dänemark und Tschechien verzeichnete auch Frankreich Rekordwerte bei der Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Der französische Ministerpräsident Jean Castex traf sich mit Gewerkschaftsvertretern, um über die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu sprechen und über eine mögliche Verschiebung der Reform der Arbeitslosenversicherung. In Spanien trat in der Nacht zum Montag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Zuvor hatte die spanische Regierung den Alarmzustand erklärt. Dieser gilt für 2 Wochen, könnte jedoch bis Anfang Mai verlängert werden. Die umstrittene Verlängerung müsste jedoch zuvor vom Parlament abgesegnet werden. In Deutschland haben sich die Fälle der Neuinfektionen innerhalb einer Woche verdoppelt. Alarmiert angesichts der steigenden Zahlen will Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwoch bei den Bund-Länder-Beratungen laut Medienberichten über einen Lockdown-Light diskutieren. In ganz Italien müssen seit diesem Montag alle Restaurants und Bars um 18 Uhr schließen. Gegen die Maßnahmen gingen Menschen in vielen italienischen Städten erneut auf die Straße. Dabei kam es am Abend zu gewalttätigen Ausschreitungen.